Hi, ich bin Mike, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und ich zeige euch heute ein weiteres Motiv von mir, das ich im Sketchbook gemalt habe, ein weiteres Dämmerungsmotiv. Und ich finde die total spannend, man braucht wirklich nicht viele Farben und kaum Material dafür, um so ein Bild zu malen. Und ich will euch das Schritt für Schritt erklären und zeige euch als erstes mal mein Material dafür. Für dieses Bild verwende ich eigentlich nur vier Farben, und zwar Schminke Lasur Orange für die Sonne und die Spiegelung. Dann haben wir hier Payne's Grey, bläulich, Französisch Ultramarin und Mars Schwarz für diese Granuliereffekte, dieses Körnige. Ich male das in meinem Saunders Waterford Sketchbook. Also das ist das Saunders Waterford Rough Papier, 300 Gramm. Meine Palette wie gehabt mit den drei Bereichen aus Kunststoff. Und ein paar Pinsel, zum Beispiel Escoda Perla, Escoda Aquario, den Da Vinci Collineo mit dem Bauch und der feinen Spitze und noch den Da Vinci Collineo Rundpinsel. Mehr braucht man für dieses Bild im Prinzip nicht. Also, ich habe hier einige Stellen zuvor maskiert, und zwar die Sonne und die Spiegelung wichtig, aber auch dann, als ich den Pinsel in der Hand hatte, schon ein paar Kleinigkeiten noch mit reingenommen. Vielleicht mache ich noch eine Spur Mars-Schwarz rein für eine Granulierung. Okay, das war mehr als eine Spur. Ich muss es viel blauer wieder machen. Ich mache es einigermaßen dünnflüssig. Erste Spur. Ich halte es hier fest, weil jetzt wird es ja ein bisschen flüssig. Spur für Spur nach unten. Ich ziehe hier immer ein bisschen mit, damit ich nicht so ausgefranste Ränder bekomme. Jetzt werde ich mich mal um die Dunkelheiten hier kümmern. Als erstes maskiere ich mal den Horizont. Ein bisschen trocken machen den Pinsel und dann schauen wir mal weiter. Und hier geht es dann langsam mit Schwarz los oder mit einem noch dunkleren Ton einfach. Ich versuche also ein paar Drybrush-Effekte zu machen. Dann geht es weiter mit dem Boot. Naja, die Farben bleiben ähnlich. Wir malen halt jetzt sehr tonwertelastig. Schön nass in nass. Nicht zu lange warten, bis das trocknet. Hier sehe ich so einen leichten Tonwerteunterschied im Bild. So. Jetzt sehe ich hier nicht mehr allzu viel. Ich glaube, hier ist dieses Teil, also der Mensch. Und hier ist dieser Motor. Dann haben wir hier diese Striche. Der Pinsel kriegt es gerade nicht so ganz so gut hin.
Das Dunkle können wir hier anschließen. Ich versuche hier so eine kleine Spur zu lassen. Es geht weiter, wir entmaskieren das Ganze. Und schon haben wir die Lichter zurück. Okay, beschäftigen wir uns noch mit den Details. Zum Beispiel hier der Schwan. Der braucht noch ein paar, ja, so Kleinigkeiten. So, so. Die Wasseroberfläche dunkel. Da, wo Dinge auf der Wasseroberfläche sitzen, da ist es meistens dunkel. Ob das jetzt ein Boot ist oder ein Schwan, ist egal. Richtung unten mache ich ihn leicht dunkler. Okay. Ja, hier bei der Sonne sehe ich so einen leicht rötlichen Touch. Keine Ahnung, ob wir den reinbringen sollen. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich es einfach mache, ohne nochmal drüber nachzudenken. Okay. Alizarin mit Gelb gemischt. Ich versuch's mal. Und dann anfeuchten. So, jetzt ist mir der Schwan doch zu unauffällig geworden. Ich hole ihn mit Titanweise wieder her. So was passiert manchmal, dass man denkt, zu hell, dann denkt man sich danach wieder zu dunkel. Wahrscheinlich mache ich jetzt Titanweiß und danach denke ich wieder, zu hell. Okay, ich glaube, so gefällt es mir besser. Da habe ich noch was Helles gesehen. Aber jetzt lassen wir es so. Haben wir zwei ähnliche Stimmungen hier.